Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Vermittlungsnachricht spiegelt heute das schicksalhafte Leben. Von den vor einer Woche vorgestellten zwei Meerschweinchen hat es eins nicht geschafft. Das Meerschweinchen-Mädchen lag morgens tot im Käfig. Wahrscheinlich hat es die ganze Aufregung nicht verkraftet. Das Böckchen hat indessen Glück, da gibt es schon einen Interessenten. So kann es von uns Menschen weggeworfenen Tieren ergehen. In Kobstedt wurde um den 30. Oktober ein schwarzer Kater mehrere Tage lang beobachtet, der aber nicht wieder wegging. Anwohner brachten ihn schließlich zu seinem Schutz ins Tierheim Arche Noah. Ihn sollen heute seine Besitzer erkennen, denn der arme Kerl leidet in der Gefangenschaft sehr. Tierheimleiterin Katrin Mattes schätzt den kastrierten Kater auf ungefähr 10 Jahre. Er ist in keinem guten Zustand und verweigert in der Arche Noah das Futter. Vielleicht ist Morle schon länger unterwegs und hat nun große Sehnsucht nach seinem Zuhause. Ein besonderes Erkennungsmerkmal sind seine weißen Schnurrhaare, die bei ganz schwarzen Katzen eher ungewöhnlich sind. Als zweites soll ein schöner Nymphensittich erkannt werden, der in Gothas Schumannstraße auf einen Balkon flog, wo er nicht hingehörte. Der aufgeweckte und zahme Vogel ist beringt und kann somit leicht von seinem Besitzer erkannt werden. Der arme Vogel sitzt schimpfend allein in seinem Tierheimkäfig und vermisst natürlich seine gewohnte Umgebung. Wenn sich kein Besitzer meldet, wird für den Sittich so schnell wie möglich ein neues Zuhause mit Artgenossen gesucht. Vögel sind Schwarmtiere und leiden, wenn sie, wie dieser im Moment, ohne Gesellschaft sind. In der Arche Noah gibt es zurzeit keinen weiteren Vogel. Mindestens ein Artgenosse sollte vorhanden sein, falls der Sittich in ein neues Zuhause kommt.